Servus, hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Nier Automata. Ich bin der Elias und in der ersten Folge haben wir so kurz reingeschnuppert. Jetzt wollen wir weitermachen, sind hier mitten in der ersten Mission. Vorher wollte ich gucken, ob wir uns irgendwie heilen können, weil wir haben schon eine ganze Weile wenig Leben. Finde ich nicht so toll, das sieht man es oben. Gehen wir mal ganz kurz rein. Okay, wir haben die Karte, Kartenmodus, die Aufgabe. Wir haben Gegenstände. Sehr schön. Stärkungsgegen zeigt alle Heilungsgegenstände. Das hört sich mal gut an. Zeigt alle Erweiterungsgegenstände an und Materialien. Zeigt alle Materialien an. Fangen wir mal mit den Stärkungsgegenständen ein. Und perfekt, da ist es schon. Eine kleine Erholung. Stellt 25% der LP wieder her. Das machen wir. Verwenden. Und nochmal. Dann haben wir... Ach komm, machen wir uns ganz voll. Jetzt sind wir voll. Das reicht. Dann gucken wir, können wir was erweitern. Okay, das ist nur für eine ganz kurze Zeit. Aber für 15 Sekunden doppelten Schaden. Wirtschaft 15 Sekunden um 50% reduziert. Okay, ne. Materialien. Kupfer ist. Roherz mit Kupfer. Normalerweise muss man es ausgraben. Hier liegt es einfach überall um. Okay. Abgebautes Erz mit Eisen. Kann durch Erhitzung auf 2000 Grad in einem Ofen zu Eisen werden. Okay, nichts Interessantes. Waffen, ich bezweifle, dass wir das aussuchen können, aber kleine Schwerter, große Schwerter, Kampfarmschienen. Ja, wir haben nur die eine momentan. Aber wir können auch Speere bekommen, das finde ich interessant, okay. Fähigkeiten? Ah, Pod-Programme, der Laser, Black and Chips haben wir noch nicht, ist gesperrt, okay. Also, machen wir weiter. Und los geht's. So open. Negative. Nearby enemies are jamming our signal. Nothing's ever easy. Oh. Sehr schön. Ausweichen mit R2, dann muss ich mir noch ein bisschen gewöhnen, dass ich das auch mache. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Und wie es aussieht, kann es auch ganz gut. Ah, wir haben wieder welche. Yay. Machen wir wieder ein bisschen auf Fernkampf. Ja. Oh, oh. Ausweichen. Okay, los. Hat das jetzt ein bisschen Schaden gemacht, mein Spezialangriff? Ich glaube schon, oder? So. Das funktioniert wunderbar. Die mir vom Leib zu halten damit. Sehr schön. Solange halt nur diese Kugeln waren, ist es echt angenehm. Wow, wow. Was ist jetzt los? Ach, da sind noch welche. Komm. Ah, cool. Okay, das Ausweichen funktioniert übrigens auch in der Luft. Das ist sehr interessant. Sehr cool. Ups, oh. Aua, aha. Ich glaube, so ein Mix aus Fernkampf und Nahkampf ist eigentlich das Beste, aber ja, wir leben ja noch. Okay, weiter. Weiter. You know, ma'am, I'm glad you're here. Why? Scanners like me mostly work alone. Scouting out enemy lines and all that. I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing, stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right then. To be it is. Da war mir ma'am fast lieber, to be. Ich meine, auf eine gewisse Art und Weise wirkt sie auch wie eine ma'am, oder? Bisher so ein bisschen ernst. Ich glaube, die geht zum Lachen auch im Keller. Wenn sie überhaupt lacht. Au, 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 au. Aua. Au, 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 au. Ah. Ah, cool. Man kann dieses Schwert irgendwie auch werfen. Interessant.
ist wohl eine Schlagkombi. Dann macht sie das. Bernstein erhalten. Geht's da hoch? Ah. Ganz wie in einem Jump'n'Run. Also echt cool. Okay, und jetzt? Da geht's hoch. Schön. Wirklich nicht getroffen? Also so. Warum habe ich da jetzt nicht getroffen? Ist ja übel. Defekte Feder erhalten. Okay, so kann man es beschleunigen. Cool. Halt. Ich will das. Kleine Erholung, ja? Okay, das brauche ich auch. So, und weiter geht's. Sure is big. Okay. I guess humans used to use it as a weapons factory, but now it's just crawling with machines. The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. Okay, einsammeln. So. 1000 G. Wahrscheinlich Gil, oder? Typische Währung. Hey, wow, okay, noch eine andere Perspektive. So, machen wir mal. So, komm schon. Es läuft. Oh, au, au. Sollte vielleicht immer einer nach dem anderen kaputt machen. So, läuft. Komm schon. Okay. So, coole Sache. Los. Au, 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 au. Leute, ausweichen. Oh, Mann. Jawohl. Haut rein, ne? Ja. Ah cool, dann zielt sie automatisch. Ah, es gibt doch eine Zielfunktion. Sehr praktisch, finde ich gut. Los, weiter. Oh. What? It's just accessing random, nonsensical data from the old world. There's no actual meaning behind anything machines do. Oh. Also ein bisschen Full Speed. Oh, ein Haufen Gegner. Noch kommen, wirklich? Habe ich hier voll daneben geschossen, Leute. Alter, es ist peinlich. Okay. Naja. Ach, ich hab doch in die Richtung gezielt. Was mach ich denn falsch? Oder darf ich da nicht loslassen? Oh, sorry, Leute. Ich muss mir echt noch dran gewöhnen, wie ich das einsetze. Aber ich denke, das krieg ich nachher. Im Laufe der Demo hier.
Kommt schon, ja. Neues Level, sehr schön. Und. Oh, drauf. Oh, au, 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 au. Oh, ich habe auch volles Leben wieder. Sehr gut, sehr gut. Okay, schon besser. Ich glaube, ich muss das dann auch halten, die Richtung, sonst weicht mir das aus. Und von oben. Ah, 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 ah. So, sehr cool, sehr cool. Aufheben. Kleines Zahnrad. Was nun? Kommt noch was? Nein? Dann hoch und weiter. Okay, ups. So, dann räumen wir hier noch auf. Dann werden wir die Folge hier auch gleich beenden. Übrigens, ich werde es zwar zum Schluss bestimmt nochmal erwähnen, aber wenn euch das hier gefällt und ihr sagt, hey, das wäre ein Spiel, wo ihr Lust hättet, dass ich dann vielleicht auch ein Let's Play mache, wenn die Vollversion erscheint, lasst es mir gerne in den Kommentaren da, sagt mir es, gebt, macht einen Daumen, dann weiß ich, dass das euch gefällt, dass ihr darauf Lust habt. Ich finde es momentan lustig, weil dieser Perspektivenwechsel und der Mix aus Action, Jump'n'Run, finde ich interessant, auch das Design. Also könnte ich es mir durchaus vorstellen, aber okay. Aber nur wenn ihr auch wirklich einverstanden seid oder wenn ihr Lust drauf habt. Deswegen sagt's mir bitte und bis dahin dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Elias.